will decide. Yeah.
Ja, moin. Könnte man so langsam anfangen, ne? So. ProStreamer hat alles vorbereitet. Grüezi und willkommen. Heute schauen wir uns mal wieder Utopia an, wie weit die da schon sind und was da alles so geht und ob ich da noch rein darf, Reisepass noch gültig ist und so, ne? Gucken wir mal. Als erstes stellen wir fest, wir werden nicht geswitcht. Warum das nicht? Channel switched. Machen wir so. War nicht aktiviert, das Plugin. Gut. Ein bisschen leiser. Machen wir so. Gut, gucken wir mal, wie weit wir sind. Ich habe no idea. Ich glaube, das ist mein Auto. Oder? Abgeschlossen. Gut. Schließen wir mal auf und gucken mal. Koffer da oben. Nehmen wir uns vier Wasser raus. Und vielleicht noch drei Burger. Zumachen. So, jetzt geht nämlich die Suche nach dem Auto los. Ist das hier mein Auto? Ne, das ist mein Surfer. Okay. Noch einen Meter weggehen. Ne, ist nicht. Da habe ich den eingeparkt, wenn ich das noch wüsste. Probieren wir mal die Fernbedienung. Botti. Okay. Der? Hey, das ist meiner. Stehen aber auch Autos rum. So, mal gucken, wo wir noch eine Tankstelle finden, noch ein bisschen tanken. Sollte ich nicht so rasen, sonst werde ich nachher noch angehalten. Stehe ich zu weit weg? Hm.
Ah. Moment. Lieber noch mal nachschauen. Wir haben ein Dieselfahrzeug. Okay. Einmal Diesel. So, haben wir schon mal voll getankt. Ich denke mal, machen wir das wie immer, dass wir eine Runde Eisen fahren. Oder telefonieren wir erstmal? Mikrofon aktiviert. Nee. Nicht erreichbar. Okay. Mikrofon muted. Okay, nicht erreichbar. Gucken wir mal noch kurz. Lautstärke des Soundpacks. Testing your playback sound system. Gut. So ist das laut hier noch. Ich fahre lieber noch mal hier rauf und gucke erstmal der Karte an, wo wir überhaupt hin müssen. Da ist der Mirror Park, okay. Ich würde ja mit Joypad fahren, bloß da steht gerade meine Dampfe dran, ne? Mein Verdampfer. So rangelehnt. Ich vertraue der Sache nicht so, wenn ich den hinlege, nicht, dass der ausläuft oder so. Und das Stückchen, das kann man ja mal mit Tastatur fahren, ne?
Die finde ich jetzt raus, ob da einer kommt. Gucken, ne? Die Hand ist schwer zu fahren. Wenn man nebenbei noch raucht. Jetzt geht's auf. Na super. Blöde Schranke. Mal gucken, ein paar Moneten verdienen, vielleicht noch ein anderes Auto kaufen, haben wir sehen. Ich hab so das dumme Gefühl, heute werde ich überfallen. Microphone activated. Ja, moin. Geht ab, Mann. Ich bin ganz überrascht, hier mal Menschen zu treffen. Also ich glaube, du bist auch der Erste, den ich hier treffe, wirklich. Nee, sonst stand ich hier immer ganz allein und habe mein Auto immer bloß als Gesprächspartner gehabt, ne? Naja. Jetzt bin ich ja da. Das ist schon mal gut. Und wie ja, läuft sind nicht so? Viele am Arbeiten hier im Start, habe ich das Gefühl. Okay. Ja. Und wie läuft so insgesamt? Ja, ganz gut. Ne? Also ich bin jetzt seit 4 Tagen auf der Insel. Okay. Und schon Fuß gefasst? Schon Fuß gefasst. Hab mir auch schon eine Wohnung. Ich darf bei so einer Young Lady da schlafen. Das ist cool. Ja, ganz entspannt. Also ein Dach über dem Kopf ist ja auch wichtig, ne? Genau. Ist zwar nur die Couch, aber immerhin, ne? Ja. Und bei dir? Wie lange bist du schon im Start? Ich war jetzt ein bisschen im Urlaub. Ja. Sag ich mal. Also, ich weiß gar nicht, technisch gesehen bestimmt schon einen Monat. Aber dann hatte ich noch einen kurzen Urlaub genommen und mal wieder ein bisschen im Ausland rumgeguckt. Hast du auch nichts verpasst? In den letzten Tagen hat es hier nur geregnet. Echt? Ja, ganz, ganz schlimm. Eieiei. Das ist nicht gut. Ne, ich hatte mir extra ein Cabrio geholt als erstes Auto. Ein Cabrio? Ja, das ging nach hinten los hier im Start. Ich hol mal mein Auto ein bisschen dichter, ja? Ja, gerne. So, tun wir das noch rein. Zu Anfang dachte ich ja, dieser nette Herr hier vom Eisenverarbeitungswerk da, der will mich verarschen irgendwie. Ja, hier, $250 bitte, zieht er mir vom Konto direkt ab und das Auto ist nicht da. Der andere, der wollte mir das Auto nicht geben. Ach, wollte er nicht? Nö. Ach du Scheiße. Da habe ich ihm erstmal eine gegeben und dann hat er sich doch überzeugen lassen. Ja. Das sage ich aber auch öfter, Mann. Die sind manchmal echt ein bisschen sprachlos, ey. Ja. Der Peter, der ganz oben, der Jobvermittler, der schläft auch manchmal gerne ein, ey. Ja, der redet so langsam, ne? Ja. Wie heißt du, wenn ich fragen darf? Ich bin der Charlie. Cool, ich bin JB. JB? Okay. Ich kenne bisher technisch gesehen, glaube ich, 3 Leute. Der eine davon ist Gouverneur. Ja, den habe ich noch nicht kennengelernt. Alle reden von dem, aber den habe ich noch nicht gesehen. Aber den muss ich hoch anrechnen. Der hat sich auch hier blicken lassen. Also okay. Ich war da beim Truckerjob und bin da ein bisschen Truck gefahren. Und da hat der wirklich, ist auf Kundenfang, sage ich jetzt mal, unterwegs gewesen und hat mit den Leuten geredet und auch mal Sachen erklärt und nicht einfach nur gesagt, ey, lest doch einfach in meinem Dings hier.
Programm. Hätte er ja auch sagen können, aber der hat mir alles erklärt, was er meint und so. Und da habe ich gesagt, na klar, kannst du Stimme haben. Das ist natürlich. Und zum Schluss hat er gewonnen mit einer Stimme Vorsprung. Haha. Hätte er mich nicht getroffen. Ja, du hast eine ausschlagende Zahl wahrscheinlich. Ja. Ja, wahrscheinlich. Und was hast du hier vor dem Start? Hast du schon irgendwas geplant? Ja, eigentlich geplant. Eigentlich bin ich so eher der Schlosser. Aber irgendwie gibt noch keine wirklichen Werkstätten hier. Ne? Und, Ja, das wäre gut, weil ich muss immer, wenn ich irgendwas am Auto habe, also ich kenne mich da auch ein bisschen mit aus, immer selber mit rumschrauben am Motor, ja. Wenn der Kühlschlauch mal abreißt oder so. Ja, da gibt es ja so eine Werkzeugkisten mit, genau, mit ganz, ganz dicken Büchern, wo das beschrieben steht, was man denn da umwickeln muss mit den Panzertape, ne? Ja, genau, ich musste mich da auch erstmal reinfuchsen, weil eigentlich habe ich zwei linke Hände. Ja, aber eigentlich bin ich so der Schlosser und naja, aber eine eigene Firma will ich auch nicht unbedingt haben, deswegen... Beobachte ich die Situation erstmal. Ja, da lastet immer zu viel auf einen, glaube ich. Ja, wenn man dennoch Angestellte hat, die man in den Arsch treten muss, da zu arbeiten so. Also, was. Und erstmal ein Happen essen. Erstmal in den Taschen hier wühlen. Alles raus macht sich ja besser, wenn man leere Taschen hat, ne? Das stimmt. Mir fehlt auch noch irgendwie, dass wir einen kleinen Rucksack bekommen oder so, ne? Weil ich habe auch noch keinen Rucksackladen gefunden. Ja. Das wäre es noch. Das wäre wirklich noch was. So eine Schneiderei, so, die so Taschen oder Rucksäcke herstellt. Vor allem macht man sich die Kleidung ja ganz schmutzig mit dem Erz hier, ne? Also ja, richtig. Gestern habe ich hier eine Dame gesehen, die ist in High Heels und Mantel gewesen. Da habe ich sie auch mal gefragt, ob bei ihr noch alles richtig läuft. So Berufskleidung wäre schon nicht schlecht, wenn man schon ein Berufsauto kriegt, ne? Ja. Schlimmste ist ja unten in der Brennerei, da schwitze ich mich immer tot. Oh ja. Gestern auch eine üble Brandverletzung, also eine Brandblase gehabt an der Schulter, weil ich da an den scheiß Kessel da gekommen bin. Eieiei. Hast du mal von Medizinern angucken lassen? Natürlich, ich bin sofort ins Krankenhaus gefahren, weil das hat wirklich echt gezögert. Ich hatte ja halt Angst, dass da vielleicht noch irgendwie ein bisschen Erzrückstände oder so vielleicht sogar sind, ne? Ja. Weil da fliegt ja alles durch die Gegend. Du bist nachher der Terminator. Ja. Oder sowas. Weil das sind ja denn. Ist ja bloß normales Eisen, ist ja jetzt kein Adamantium, was wir hier sammeln oder so. Das stimmt. Aber wie es. Ist immer besser, nochmal checken zu lassen. Ja, ich helfe dir mal, mein Kofferraum ist schon voll. Dann habe ich wenigstens jemanden zum Quatschen beim Verarbeiter gleich. Okay. Ja, also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt überall hin und her laufe, dass ich möglichst Zeit spare. Also ich mache das lieber in Ruhe und dann dauert ich das halt auch seine ganz Zeit. Entspannt. Kannst du auch man was braucht ja nur Geld, damit man überlebt. Genau. Man noch gar nicht. Kannst du auch was zu trinken oder einen Burger rausnehmen, wenn du Ach, willst. Alles gut, hab gerade gegessen. So ist es ja nicht. Das kostet ja nicht so mega viel, also... Ich hab schon von anderen Staaten gehört, da verhungerst du ja praktisch, wenn du nicht arbeitest und Das stimmt. Da kann man wirklich von dem kleinen Grundeinkommen hier leben. Ja. Und ich sehe das auch nicht so stressig, ich wusste gar nicht, dass man beim Schrottplatz zum Beispiel da ein Auto bekommt. Das habe ich mir auch erst später gekauft. Ja genau, eine Tour und man hat ein schönes Auto, ne? Ja, das wusste ich zu Anfang gar nicht, deswegen habe ich mir da in Anführungszeichen erstmal ein Fahrrad geborgt. Da stand so ein Fahrrad ganz allein rum und hatte keine Kette drum. Ja. Aber es hat auch schon wieder Abnehmer gefunden, also einen Tag später stand das schon nicht mehr da beim Hafen unten. Also da hat ein anderer glücklicher Mensch ist damit dann rumgefahren. Ich wohne da gerade momentan an der westlichen Küste, da am Strand.
Und da stehen ja auch überall immer Fahrräder, weil ja der BMX-Laden da ist oder Fahrradladen. Da bin ich hingelaufen zu Anfang und wollte mir ein Fahrrad kaufen. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist aber teuer, irgendwie 140 Dollar. Und gucke in meine, guck auf mein Konto, 60 Dollar. Bleibst du jetzt noch einen Moment stehen hier? Nee. nee, da stehen immer ganz viele BMX oder so, die kann man immer mitnehmen. Ja, und da stand dann so ein Rennrad. Das habe ich ja, das mir dann mal ausgeliehen. Ne? Damit kommen wir noch schneller voran. Das BMX hat war angeschlossen. Da standen zwei. Und dachte ich mir, Mensch, muss ja ein sozialer Mensch sein, der hier sein Fahrrad nicht anschließt. Und dann später hat mir einer erzählt, ey, kannst du dir doch ein Auto da beim Schrottplatz holen? Ich so dachte, da ist eigentlich ein Schrottplatz, also für Auto abgeben, wenn man es denn nicht mehr haben will und so, ne? Ja, ja. Ja. Dann habe ich mir so einen Surfer gekauft. Darin wohne ich momentan. Aber auch ganz entspannt, ne? Kann man wenigstens also, wohnen, wo man will. Wenn es nämlich regnet und so, dann macht man einfach die Tür zu, ne? Also, ein Gott, ein Glück, dass das Dach ist noch nicht so rostig, dass es durchregnet und so. Und wie schnell fährt er, wenn ich fragen darf? Weil schnell sah er nicht aus. Nee. Hatte ich nämlich auch mal kurz Probe gefahren, dann kam er gar nicht aus dem Knick. Also, wenn er bergab und Rückenwind und Polizei im Nacken, so ein bisschen über 100. Okay. Aber reicht ja völlig aus. Dann kommt man. Not, Firmenwagen. Kommst du doch nicht auf die Idee, zu schnell zu fahren oder so. Ja. Und der Firmenwagen ist ja sowieso, der Meister hat ja gesagt, du fährst hier mit dem Firmenwagen, gibt nichts anderes, sozusagen. Also, Oh, mein Handy klingelt, einen Moment. Jo, was geht ab? Nichts, aber ich bin gerade bei der Eisenmine hier. Also beim Erzfeld, ja. Ja, genau. Ja, das kann sein. Ja, gar kein Problem. Ich rufe dich nachher an, wenn ich hiermit durch bin, und dann gebe ich den Schlüssel zurück. Alles klar. Hau rein, Digga. Hast du dir ein Auto gedient? Nee, der hatte mir den Schlüssel gegeben, weil ich das Auto umkutschiert hatte, von dem einen zum anderen Platz. Und irgendwie habe ich, glaube ich, vergessen, ihm den wieder zurückzugeben. Muss ich sage mal, ich bin jetzt auch kurz irgendwie davor, mir vielleicht noch ein anderes Auto zu kaufen, aber eigentlich brauche ich das auch nicht wirklich. Weil mit dem Surfer kommt man noch von A nach B notfalls. Das stimmt, das stimmt. Ich finde den Primo ganz hübsch, aber der kostet auch 3.900 oder so und das ist schon eine Menge Holz. Diesen Mini-Verschnitt finde ich ganz cool, weil ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob den als Cabrio gibt oder nicht. Glaube nicht. Das wäre noch cool. Aber wie gesagt, so richtig notwendig ist es auch nicht. Weil fährt man nachher bloß zu schnell. Gucken, was haben wir denn hier schon drin? Ach, du bist schon voll, ne? Na, wenn nicht, ich nehme noch was raus, dass du dann wieder ein bisschen ja, Platz hast. Warte. Sieben habe, könnte ich reinlegen. Dann mache ich das. Nimm ich sieben raus. Perfekt. Ich habe sieben reingelegt. Ich habe gerade was gegessen, also dann ist das so nicht so kritisch. Gut, dann treffen wir uns bei dem Schmelzen, jo. Ne? Bis gleich. Jo. Mikrofon muted. JB. Schon mal einen Menschen kennengelernt. Lieber noch mein Navi-System programmieren. Eisenverarbeiter. Also, Mr. MB88, wie geht's? Wie steht's? Mikrofon activated. Mach auf hier! Gibt's ja wohl gar nicht. Ups! Mikrofon muted. Oh jo. Ich check mal wieder aus, wie weit die ja schon sind. Bin ja schon einen Moment hier registriert und
mal wieder ein bisschen umschauen und Kontakte knüpfen. Ist immer ganz wichtig. Am ersten Tag habe ich zum Beispiel jemanden kennengelernt beim LKW-Fahren und später habe ich den nochmal wieder getroffen. Da hat er lila eine Klamotten angehabt und noch einen anderen Kumpel dabei gehabt. Also ist manchmal ganz gut, wenn man schon ein paar Leute kennt. Doch ein Überfall werden können, das zweite Mal denn. Ne? Und so kannte ich den eben schon. Ey, bist du nicht der Charlie? Ich so, ja. Aber schade, dass ich den noch nicht erreichen konnte, der die Werkstatt hier aufmachen wollte. Könnte ich wieder schrauben. Naja. Aber nicht schlimm. Machen wir heute den ganzen Tag ein bisschen Farm-RP und dann habe ich ja auch ein bisschen mehr Zeit für den Chat. Als wenn man jetzt ständig mit Leuten reden muss. War ja teilweise schon immer ein bisschen stressig, wenn man Mechaniker ist. Ne? Dann hat man ja Kundschaft, mit denen man reden soll und dann auch ab und zu im Chat schreibt einer. So habe ich mehr Zeit für Chat. Und ein bisschen Geld verdienen, ob ich jetzt... Komme ich heute nicht, komme ich morgen, ne? Also... Habe ich zu ihm ja auch gesagt, ich muss jetzt nicht zum Auto hin und her rennen, damit ich so schnell wie möglich mein Geld verdiene. Er hat ja mir sogar geholfen, also fand ich cool. Der Dude eben. JD oder JP? Ich glaube JD hieß der. Muss ich mal nach der Nummer fragen. Ich schon mal einen mehr, ne? Hier steht doch ein Auto. Schwierig. Wollen wir mitten auf der Schiene stehen? Ne, wir stellen uns mal so hin, dass das noch, passt. So. Kann ich nicht 10 rausnehmen? Nee, okay. Microphone activated. Hallo. Moin. Microphone muted. Ich hoffe, ich stehe nicht zu dicht, dass sie doch wegkommen. Ne? Alles gut. Wir fangen doch gleich zu dir an. Ich wollte bloß nicht auf der Schiene parken. Nachher kommt ein Zug und bumm, mein Auto ist weg. Das stimmt. Microphone muted. Hier rennen irgendwie alle mit. Na, Niklas? DK, Junge, was für Niklas? Ja, wie scheiße, ich bin DK. Höre sogar. Was geht? Microphone activated. Jo. Ey, los, jetzt geh mal am besten jetzt mal. Hier geht das gerade nicht, Mann, Alter. Hier ist es viel zu heiß. Müssen wir draußen machen, Mann. Ja. Ah, ja. Ach, scheiße, Mann. Also, heute einen kennengelernt, der so, ja, wie ist denn dein Name? Ist DK? Und der so, versteht das so, Drift King. Scheiße, Alter. Wo hast du eigentlich die Karottenhose her, Alter? Geil, oder? Nee, die ist so eng, Alter. Das sieht so schwul aus, Mann. Ja, das ist so zum Arbeiten, Alter. Trinkt man das so in Köln? Jo, wie geht's dir, Mann? Microphone activated. Ich rede nicht
Ja, ich schwitze mir hier ihn ab mit meiner Jacke. Ihr habt das richtig gemacht, ohne. Naja. Hey. Ich habe extra ein Tuch gekauft, damit ich die Scheiße hier nicht ins Gesicht bekomme. Was? Niklas, beruhig dich. Wer ist Niklas, Junge? Wer ist das? Der deutsche Niklas, hast du gesagt. Bist ich kenne dich gar nicht. Komm rüber, oder wie lange brauchst du noch? Sofort. Er meint noch so. Von 20. Ja, ich komm gleich, warte. Bloß nicht zu dicht geht, sonst kriegt man noch einen Funken ab. Wenn nicht gut, ein Auge oder so. Also Sonnenbrille wäre noch was. Deswegen hab ich eine. Verkauft die Karre heute, ne? Für 1,9. Wie hieß das Auto? Blister, ne? Ja, ja. Ich hab die gekauft. Bitteschön. DK fährt die, DK. Microphone activated. Ach verdammt, jetzt habe ich meinen Kofferraum so vollgepackt. Kriegen wir noch mehr da rein? Nein. Microphone muted. Ja, dann tun wir hier schmerzhaft 3 Bäche wegwerfen. Ja. Ich habe 2 Taschen in der Tasche, die kriege ich nicht ins Auto gelegt. Backreport ist raus. Ein bisschen Musik an. Also wenn Fragen sind, immer raus damit, Leute, ne? Was ich beantworten kann, beantworte ich gerne. Über den Server so. Jetzt. Hä? Ich? Ja, du hast eine coole Mütze. Ja, finde ich auch. Die schützt sehr vor den Funken. Die ist auch innen, von innen mit Alu ausgekleidet. Wenn man, an das Richtige glaubt, so Gedankenkontrolle und so, ne? Ja. Dann blockt das alles ab. Oh, krass. Kostet die 1000? Ey, keine Ahnung. Die habe ich schon ein bisschen länger. Ich war jetzt 1 oder 2 Wochen im Urlaub und hab mir das nicht aufgeschrieben, was die gekostet hat. Was geht's? Meine Mütze. Fischerhut ist immer geil. Ja, ne? Aber hier auch im Kleiderschrank. Eieiei. Hat er sich da hinten wehgetan? Wo? Das sah so aus, als ob er gestolpert ist hinten. Denn dann zum Rücken zu mir, keine Ahnung. Ich hab's nur im Augenwinkel gesehen, wie er da wohl abgeschmiert ist. Der Typ ist verrückt, das ist dieser komische Niklas aus Deutschland. Kenne ich nicht. Technisch gesehen kenne ich auch bloß 3 Leute, einer davon ist der Gouverneur. Ja. Hast du dich abgemault? Mhm. Läuft. Ich will diesen ganzen Tag schon zu dem Pettefrühl, aber da ist niemand da. So. Los, gib die Bleche her. Danke. Microphone muted. Bisschen Moneten. Und erschreckenderweise bringt das mehr, als wenn man LKW-Tracker macht.
Aber das haben sie schon so an sich nicht schlecht gemacht mit den Menüs. Kommt man ganz gut klar mit. Jetzt doch wieder GTA. Hallo, Madame Beats. Na, ich guck mal wieder. Ich bin ja whitelisted hier auf Utopia. Und wollte mal wieder gucken, wie weit die sind. Eigentlich gucke ich zwar ab und zu immer noch bei das den stimmt. Changelogs und so rein. Ja getroffen, mein Sohn. Yo, ey, du. DK, mein Name. DK. Ich habe ihn gestern DK getauft, weil ich meinte, du kannst nicht Niklas heißen und schwarz sein. Das passt einfach nicht. Nee, das ist richtig. Und dann habe ich zu ihm gedacht, dann bin ich mit ihm Auto gefahren, der ist so schlecht gefahren, dass ich ihn einfach DK genannt habe, also Drift King. Ja. Weil der fährt, das ist der schlechteste Autofahrer in ganz Los Santos. So, mal wieder gucken, was hier so abgeht, ein paar Leute kennenlernen vielleicht. Obwohl das ja natürlich auch nicht der Traum aller Dinge ist, hier zu stehen und die Prozentanzeigen anzugucken. Ich bin der Charlie. Angenehm. Würde es hier eine Werkstatt geben, dann würde ich bestimmt eure Autos reparieren, aber gibt's leider noch nicht. Kannst du Autos reparieren? Ja. Das habe ich gelernt. Und das macht auch am meisten Spaß, denke ich mal. Wenn man das gelernt hat, dann geht's ja leichter von der Hand, ne? Oh, man kommt gut rum, würde ich sagen, behaupten. Ey, wo hast du deine Goldkette hier aus Deutschland? Nee. Die habe ich hier in der Edelboutique gekauft. Ah, okay. Deutschland war ich leider noch nicht. Ich heiße nicht Niklas. Verbrenn dich nicht an dem Ding, habe ich gestern schon geschafft. Echt? Ja. Warst du dabei, du Vogel? Ah ja, stimmt, da warst du, musstest du ja zu der Frau gehen. Es war aber noch keine Frau da. Ich habe gehofft, die zwei Engel, die sehe ich wieder, aber. Grün ist mein Danke. Kind. Microphone muted. Die Goldkette triggert ihn gleich. Ey, wo hast du die Goldkette her? Brauche ich auch. Mann, jo Mann. Klasse Goldkette, Mann. Aber ich glaube, den muss ich ein bisschen lauter machen, den Ehen. Der ist zu leise, ganz schön. Kofferdaum. Eisen. 9. Dadi, hast du schon diesen Verrückten kennengelernt? Welchen Verrückten? Da gibt's einen, der macht die ganze Zeit so. Was ist deine Lieblingsfarbe? Oh. Ein ganz komischer Typ. Uiuiui. Ich weiß auch gerade nicht, wie der heißt. Niklas, weißt du, wie der heißt? Ja. Dieser Verrückte? Der klingt schon so, als ob er als nächsten Satz sagt, hier, reib dich mal mit Creme ein oder so. Ja. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie der heißt. Kennst du ihn gar nicht, Niklas? So. Ich hatte da beim Trucking so einen anderen komischen Vogel kennengelernt, der wollte mir sein Auto verkaufen und keine Ahnung. War bestimmt Niklas. Nee, das war ein Häuserbruder und der war ganz komisch. Der wollte dann mit einmal wollte auch Gouverneur werden und hatte dann noch so einen Hut mit den Sternen hier von den amerikanischen Flagge drauf und ich so, naja, ich bin nicht so der Patriot und Patriotismus ist ja fast mit. Wie nennt man das? Nationalismus gleichzusetzen. Also da bin ich jetzt ein bisschen der Falsche für. Ne? Ja.
Und meinte er, naja, nee, eigentlich bin ich ja auch nicht XO. Aha, bist du ein Wendehals? Immer die Fahne in den richtigen Wind drehen, aha, aha. Ganz komischer Typ. Wollt ihr noch mal eine Taschenlampe kaufen hier? Kann ich euch sagen, kauft euch bloß keine Taschenlampe. Ich habe auch eine. Warum? Die ist so schwer, die Scheiße. Ja. Warum soll man sich keine kaufen? Willst du eine haben, Niklas? Ich schenke sie dir. Ja, gib her. Warte kurz. Nee, keine Zeit. Na, warte, ich bin jetzt gleich fertig. Schneller! Warte. Biege schneller dein Blech. Mikrofon muted. Wie viel wiegt die Taschenlampe? Ach, scheiß auf die Pferde. Ja, die ist teuer. Du hast nicht genügend Platz. Und zu übersteuert, hat er gesagt. Ist das im Stream auch zu hören, dass ich ab und zu übersteuert bin? Erzählt mal. Ich hab ein bisschen leiser gedreht jetzt. Ich möchte natürlich Quality anbieten. Moment. 1, 2, 3 Test. 1, 2, 3 Test. Im gelben Bereich hier. Extras, Optionen, Aufnahme. Hallo. Der geht ganz schön nach oben, ne? Test. Nochmal Test. Okay. Bin ich leiser. Dieser Stimmnormalisierung. Das ist jetzt ganz so einfach, weil ich zwei Parameter verändern, einmal Teamspeak und einmal mein OBS. OBS bin ich jetzt wahrscheinlich zu leise. Schreib mal was, bin ich irgendwie zu laut, übersteuert? Jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Ne? Eieiei. Bild da. Kann man hier überhaupt Teamspeak noch mal extra leiser drehen? Keine Ahnung. Ich denke, bin ich jetzt zu leise, ne? Warte mal, wir knallen auch noch einen Genfilter rein. Machen wir jetzt Gain 2,3 geht das? Hallo? Noch zu leise, ne? Könnte noch ein bisschen mehr sein. Ach Mensch, ey. So, Momento. Test, 1, 2, 3. Muss ja lauter sein als die Musik. So,
Geht dazu. Richtig. Hast du in Teamspeak gar keine Möglichkeiten, leiser zu machen? Nö. Kannst du nur den Pegel, den du reinkriegst, nehmen. Ich denke mal, so geht's. Charlie, geht's dir gut oder bist du eingeschlafen? Microphone activated. Ja, ich hab gerade eine Packung Bonze gesucht wegen meiner Stimme so. Achso. Ist jetzt besser oder es hat noch so jetzt kratzig? Ist besser. Nee, ist besser. Okay. Sehr gut. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. So viel Kram zum Handschuhfach gehabt, ich muss da erstmal suchen. Das ist so scheiße heiß hier drin, Mann. So, hier, Jung, biege meine Bleche. Kann das nicht. Ich kenne ja schon jemanden, der wollte eigentlich eine Werkstatt aufmachen. Mal sehen, ich werde ihm mal ein SMS schreiben, wie der Status da ist. Eine Frau oder was? Noch mehr als eine Frau, oder? Die letzten Tage so viel gekauft. Das wird doch vom anderen Ufer. Ja, anscheinend komme ich doch nicht aus Köln, ne? Die Kölner, die geizen ja immer ein bisschen. Weiß ich nicht, kenne mich da nicht so aus, Mann. Ja. Also ich habe eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Microphone activated. Microphone muted. Hätte man auch entmuten können, wenn man was sagt, ne? Ja. Microphone activated. Ich habe mal eine Zeit lang in Deutschland gelebt. Ach, okay. Aber ursprünglich bin ich in L.A. geboren. Ja. Bei mir fast um die Ecke aus meiner Herkunftsort. Der Stadt. Letzte 10 Eisen und dann alle Tschüss. Ist schon eine Maschine, Niklas. Redet der mit dir? Ich heiße nicht Niklas. Ich auch nicht, keine Ahnung. Zeig mal dein Perso? Ich hab dich dabei. Achso. Taschen voll mit Erz. Aber auf meinem Perso steht D. Microphone ja. Muted. Microphone activated. Bitte schön, der Herr. Oh, danke schön. Könnten sich ja mal hier so einen Angestellten leisten, der immer
uns die Ware reinschleppt. Das wäre schön, ey. Oder wirklich eine richtige Einfahrt irgendwie, dass man mit dem Transporter ranfahren kann, ey. Weil diese Schleppen, ey, das sind auch immer 10 Kilo. Ja. Oder 9, wenn der Taschenlampe hat. Ja, aber mit den anderen Sachen, die du noch hast, bist du wahrscheinlich auch ungefähr bei 10 oder so. Ja. Handy wiegt ja auch ein bisschen was und so. Ich war sogar so doof und hab mir 2 Taschenlampen gekauft. Ja, muss es eine wegwerfen? Nö, hab ich nur in der Tasche. Ach, hast 2 gleich dabei? Ja. Ja, falls die Batterien leer gehen, ne? Genau. Wollte ich auch dem anderen Typen da, der mir das Auto verkaufen wollte, wollte ich die Taschenlampe verkaufen. Die Taschenlampe, nimm die an, damit tausche ich Leute um. Warte, gar nichts von mir, Niklas. Geh los, geh arbeiten. Der Typ, der wollte mir bloß $4 oder so was zahlen für die Taschenlampe. Aber ich sagte, ich habe 90 ausgegeben, ich wäre doch doof. 90 kostet, ne? Ja. Wäre doch doof, wenn ich die für 4 verkaufe. Niklas, geh zum Verkäufer. Also so ein Mundtuch als Schutz, ich glaube, sowas besorge ich mir auch mal. Ja, bei der Arbeit ist es auf jeden Fall sinnvoll. Sonnenbrille wäre auch nicht schlecht, ne? Weißt du mal, was zum Funkeln ins Auge kommt? Richtig, ich habe daraus gelernt beim letzten Mal, deswegen habe ich das jetzt auch alles wieder aufgesetzt. Das kann ganz schnell schief gehen. Genau. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Microphone muted. Microphone activated. Ich hab mir erstmal geschrieben, mal sehen, was. Hau rein, Charlie! Was wie? Das läuft fertig. So. Microphone muted. Du hast so. Microphone activated. Oh, oh. Was ist neu? Ups. Microphone muted. Microphone activated. Mensch, ist ja mal selten, dass man hier Leute antrifft. Ja, meistens bin ich ja alleine. War jetzt 2 Wochen, glaube ich, im Urlaub oder so, aber davor habe ich nie einen gesehen. Sind Sie über nachts oder tagsgearbeitet? Also abends. Heute ja, ist 20 Uhr. Ich glaube, die meisten machen ja eher Nachtschicht. Das ist aber schlecht für den Schlafrhythmus. Ja, wenn man dann gewöhnt ist, ist es glaube ich kein Problem. Wenn man noch Nachtschichtzuschläge kriegen würde, ne, also. Ich meine, ich bin normalerweise auch eher nachts unterwegs. Ich hatte jetzt einen Krankenhaustermin heute. Da muss ich jetzt gerade wenigstens da erstmal warten. So Jungs, ich bin weg, Mann. Haut rein. Ciao. Gut, haut rein. So, ich bin gleich wieder da. Microphone muted. Schon ganz schön laut.
Oh, nee, immer noch. Ein bisschen doof. Filtereinstellungen, warum? Doof. Hey, ich hab ein paar neue Eisen hier für dich, ein bisschen Eisen für dich, dass er hier einschmelzt. Aber denk dran, ich will Bleche dafür, ja? Microphone activated. Na, ich glaube, meine sind fertig, danke. Microphone muted. Ich denke mal, da müssen wir noch ein bisschen optimieren. An den Einstellungen. Ich sehe das ja an den Pegeln, also der Kochpot, der ist ganz schön laut. Microphone activated. So, ja, bitteschön. Ist irgendwie langsam heute. Ja, wenigstens versteht er was von seinem Fach. Ich könnte nur Autos reparieren. Selbst das kann ich nicht machen. Jeder hat so seine Skills, ne? Ich bin da ein bisschen woanders angesiedelt. Der eine repariert Menschen, der andere verhaftet Menschen, der dritte repariert Autos. Also jeder hat so seine Skills. Das ist doch nicht so. Nee? Ja, ich bin mehr im informationstechnischen Bereich unterwegs, sagen wir es mal so. Nee? Das wäre doch was für Firmen irgendwie. Ja, ich habe auch in Kanada, wo ich herkomme, ursprünglich damals meine Konzepte an Firmen verkauft. Ja, aber ich wollte da nicht mehr länger bleiben. Das wird langsam mit dem Präsidenten und so dort vor Ort ein bisschen unangenehm. Ich bin gleich wieder da. Microphone muted. Ganz schön. Da runterdrehen. Microphone activated. Dankeschön. Microphone muted. Ja, bald durch. Microphone activated. Jeder hat sich hier schon eine Schutzbrille besorgt, Mensch. Ich glaube, das werde ich mir auch mal. Ja, ist vielleicht auch besser hier bei diesen ganzen
Temperaturen. Also ich möchte meine Schleimhäute nicht wegätzen lassen. Ich gucke dann immer so ein bisschen nach unten. Schützt mich mein Hut davor. Ist von innen mit Alu ausgekleidet. Ich meine, ich kann auch mein ganzes Gesicht schützen. Ist kein Problem, aber... Ich stecke mir die Sachen mal wieder weg. Brauchen wir jetzt nicht. So, fertig, sag's. Danke dir. Bis gleich. Microphone muted. Ich glaube, ich rede noch ein bisschen leiser. Plötzlich geht's. Na gut. So, tja, wir sind nächste Lieferung. Microphone activated. Vor allem ist das ja auch gefährlich, wenn man mal hier so guckt, ne? Da ist ja so eine Gasflasche, da braucht bloß mal ein Funke rausspringen und so, ne? Macht ja, einmal einen großen Boom und dann ist es vorbei. Microphone muted. Microphone activated. Liegt da noch so ein Winkelschleifer einfach rum? Ich glaube, Arbeitsschutz ist hier auch Neuland. Kabel. Microphone muted. Microphone activated. Den seinen Job will ich aber auch nicht haben. Mach hier rum den. Er muss bestimmt Kohle verdienen. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted.
Frage. Microphone ja. Activated. Können Sie mich noch hören? Anscheinend schon, ja? Jetzt wieder. Okay, gut. Ich glaube, wenn du eben mit mir gesprochen hast, hast du bestimmt bloß laut gedacht oder so. Ich habe vielleicht gestottert oder keine Ahnung, irgendwas. Na gut, auf jeden Fall geht's wieder. Ich dachte schon, der redet nicht mehr mit mir. Hatte ich nicht so gewollt, tut mir leid. Kein Problem. Microphone muted. Bestimmt vergessen zu muten. Ja, das ist meine Fläche. Nur, dass sie merkt. So, bitteschön. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Ich bin der Charlie. Mikrofon aktiviert. Ich bin der Charlie. Charlie, ich bin Joseph. Okay, hallo. Also, wenn Sie jemanden kennen, der eine Werkstatt aufmacht, ich bin der perfekte Mitarbeiter. Werde ich ja merken. Es sollte so einen Notizblock in diesen Apps hier geben, aber irgendwie ist der Start soweit auch nicht gekommen. Ja, sind Sie nicht, in der IT-Branche tätig? Den Start vielleicht mal unter der Arme greifen? Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, aber als, ich sag mal, kleiner Freelancer ist es mal ein bisschen schwierig. Muss ja nicht viel sein, kann ja bloß die kleine App sein. Wo man sagt, ich bin meine Hilfe an, ich bin gleich wieder da. Microphone muted. Joseph. Microphone activated. Ich meine, wenn Sie mal eine Autoreparatur brauchen, die mehr als hier nur Abkleben von irgendwelchen Schläuchen sind, ich vielleicht mal irgendwann was mit Apps oder sowas brauche, könnten wir mal die Nummern tauschen. Das ist eine gute Idee, ja. Vor allem, weil ich sie dann auch dementsprechend vielleicht irgendwie weitervermitteln könnte oder so. Je mehr Leute man kennt, umso besser ist es. Los, App, sagt es. Genau, Joseph mit PH hinten. Okay. Oh, Nummer. Das ist die 0699.
1, 8, 7, 4, 4, 2. Okay, ich sag nochmal 0, 6, 9, 9, 1, 8, 7, 4, 2. Genau, perfekt. Speichern. Speichert. Gucken, meine ja. ist. Charlie, war das richtig? Ja, mit EE okay. geschrieben. Mhm, okay. Das ist die 069. Ja. 46. Ja. 1. Ja. 66. 06944611166. Genau. Richtig. Alles klar. Kann er nochmal durchklingeln lassen, dass ihr vielleicht. Genau. Oder so. Passt. Klingelt. Perfekt. Josef stand bei mir auch im Display, also hat ja. mein Handy richtig gespeichert. Perfekt. Ansonsten hätte ich da immer drüber geschaut, von daher. Nee, passt schon. Super. Ja, nee, wenn wir das einfach melden, ne, und. Genau. Bin da nicht so ein guter Chef, sage ich mal, aber wenn jemand eine Werkstatt aufmacht, Angestellten, so. Ja, das werde ich mir merken. Okay, dann. Gutes Arbeiten. Ja. Bei den Blecher sind. Da. Denn. Auf. Tschüss. Ja, wünsche ich auch. Ich komme eh mit raus, muss meine nächsten Eisenbarren holen. Mal gucken, ob ich jetzt noch zwielichtige Gestalten beim Verkaufen finde. Hoffentlich nicht. Ansonsten anrufen. Richtig, mit meiner Taschenlampe mache ich blind. Sag ich was? Jetzt von mir, mein Geld. Stroboskop. Ja. Ja. Nicht ganz. Hau rein. Ciao. Mikrofon muted. Kann ich das jetzt verticken? Hier schon rum? Ja, hier muss ich. Nachgucken, wie viel Geld ich in den Taschen. Kurz freihändig fahren. Ich meine Dampfe vom Stromnetz trennen. Voll.
So, da sind wir. Fünf Stücken beiseite. Koffer da oben. Ein Wasser. Essen. Koffer da, lächeln. Weiter. Wir kaufen lächeln. Moin. Kaufen. Zeit muss sein. Und ja, schon genug auf anderen Servern. Heute keine Zeit haben und ständig überall hinsprinten. Ehrlich habe ich es. Dum-dum-dum-dum.
kaufen kann, würde mich interessieren. Ach komm. Guck mal. So vielleicht besser? Ich glaube, der hat früher zu oft zu früh zugemacht, ja. Könnte ich auch 40 einstellen, wa? Wir könnten auch zuerst Gain reinmachen und dann Noise Gate, ne? Macht sich vielleicht besser. Guck mal da rum. Ganz klein bisschen lauter könnte das ruhig. Ich höre den Sound hier vom Motor kaum. Ah, so geht's. Was hier klappt. Jetzt meine Tasche gucken, was ich an Geld bei habe. 422 Dollar. So, hat er schon gemacht. 3218. Trinken. Take our hearts and run free into the
Da, bitteschön. Ja gut. Ja, $4. $4 ist ein bisschen wenig, ne? Wenn ich mal tanken will und so. Kann man schon hier brauchen. Diesel und tanken bitte. So. So was wie eine staatliche Zeitung wäre noch nicht schlecht, ne? Dum, dum, dum.
Cola. Kann ich allein noch ein bisschen lauter machen, wenn man nicht gerade redet. Ingame. Verdammt, reinlegen, Eisen, 9. Nein, stopp. Nicht einsteigen. Kommt man hier hoch? Ich habe schon lange keine Screenshots mehr gemacht. Die Grafik ist zwar ziemlich weit runtergedreht. Naja. Einsames Arbeiten hier.
Warum kann man hier nur bei bestimmt. Achso, wenn er die Animation macht, dann kann ich nicht nach oben und unten. Die Animation kommt mir sehr bekannt vor. Froschfarm-Animation. Eigentlich brauche ich ja ein anderes Auto nicht. Ich habe schon Hint. Taschen voll. Mir mal angewöhnen, meine Dampfe da nicht in den Weg zu stellen. Dann mal hier im Kofferraum 66 von 100.
Jo, jo. Auto 93,7 94 und passen 6. Ja, aber halt meine Taschen. Ich muss ja auch Essen rausnehmen können und so. Ja. Können wir bei Gelegenheit vielleicht sogar ein bisschen mehr Grafik reindrehen.
Auf Rage sieht das alles ganz gut aus. Mit der Performance. Da hast du mein Zeug. Danke. Das ist wieder das Problem. 93 sind 3 Kilo zu viel. Vielleicht noch ein Burger. 93,5. Oh mein Gott. Eieiei. Ja, das war mir klar. Na, trinken wir erstmal. Haben wir noch ein Wasser? Na klar, trinken wir auch. Was? Ein Burger? Nicht genügend Platz in der Tasche? Hm. Sieben? Passen nicht rein? Hm. Sechs. Burger. Right. Das ist doof. Sieben, das nimmt gar nicht so viel. Die Burger, die schlucken so viel. Hm, hm, hm.
Ja, dann essen wir das alles auf. Essen wir noch einen Burger, trinken noch eine Cola und schmeißen den Rest weg. Schafft ja keiner alles aufzuessen. Genau, okay, Kofferraum zu. Jojo. Können wir gleich noch mal ein bisschen Einstellungen drehen? Der. So vielleicht. Die Nase ausschnauben. So. Dankeschön. Ja, so verdient man ja am meisten Geld zurzeit. Wobei, wer braucht schon Geld? Da, bitteschön, hast meine Bleche. Oder mein Eisen, um Bleche draus zu machen. T
hier auch noch was verändern. Moment. Was war das gerade? Was war das gerade? Irgendwie bin ich immer noch zu leise, glaube ich, auf dem Stream. Drehen wir mal noch an den Filtern. Gehen. 6. 6 müsste gehen. Fertig, dankeschön. Hab ich mich erschrocken. Oh. Mikrofon muted. Können sie doch nicht machen. Ich bin herzkrank. Ja, das weiß ich doch nicht. Oh mein Gott. Ja, ich will auch mal Hallo sagen. Kann dir öfters passieren, dass ich so ankomme. Oh, hier kann das öfters passieren. Hier hat man ja gar nichts. Ist da eine Ausstattung wenigstens drin? Ja, so ein bisschen. Die Beine habe ich gerade verloren. Ich darf höchstwahrscheinlich morgen wieder am Arzt antanzen, weil ich hier nichts habe. Ja, das blubbert auch laut hier, ne? Ja, weil stehen wir direkt an so einem. An so einem. Keine Ahnung, wie nennt man das? Nicht Hochofen, sondern hier so ein Dienstlein da uns hier. Bis gleich. Mikrofon muted. Hier, yeah, NBA, Dunkmaster.
Microphone activated. So, da bitteschön. Ich weiß nicht, der Herr hier ist irgendwie nicht so gesprochen. Und der Basecap nach hinten. Vielleicht spricht er nicht unsere Sprache. Sollten wir Englisch probieren vielleicht. Kannst du Englisch? Nur rudimentär. My English is not the yellow from the egg und so, ne? Ah, okay. Do you speak English, sir? Also einen Haufen habe ich schon wieder verlernt bis zum 10. Lebensjahr. Ich zwar in Amerika gewohnt, aber ab da in Deutschland verlernt man schon wieder ein bisschen. Besonders wenn man dann in der Schule immer aufgezogen wird, weil man kein Deutsch kann. Na gut, das kann durchaus sein. Das kann ich nur verstehen. Aber laufen kann er anscheinend noch. Vielleicht müssen wir hier mit Französisch, parlez-vous français. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich da drin kann. Die wollten damals, dass ich das lerne in Kanada. Ich habe nein gesagt. Bis gleich. Microphone muted. Charlie. Schon wieder. Microphone muted. Microphone activated. Pass auf Wortspiel. Ist jemand, der die Tür zuhält, eigentlich ein Zuhälter? Ich glaube, das muss er eher die Unicorn fragen. Das ist vom Wortgebrauch her schon, ne? Hält er die Tür zu? Hast du schon recht, ja. Dachte schon, Mensch, warum geht die Tür nicht auf? Hat er uns so verstanden und ist jetzt eingeschüchtert. Und wie ist er weggelaufen, glaube ich, ne? So blöd wie sich das andere, da waren zwei weiße Folgen. Keine Ahnung, ob das Eindruck schindert. Vielleicht holt er jetzt seine Brüder, oh mein Gott. Oh nein. Kann ich bloß mit der Taschenlampe leuchten. Ich habe meine mittleren Wege, die ich nicht wehren kann, sagen das war so. Ich komme gleich wieder. Microphone muted. Oh.
Bitteschön. Mikrofon activated. Was hat mir dieser komische Hallodri geschrieben? Was für ein Hallodri? Der erst Gouverneur werden wollte und mir dann sein Auto verkaufen wollte oder andersrum oder so. Okay. Ich weiß nicht. Der klang so unseriös. So, danke. Microphone muted. Woher konnte der wissen, dass ich da bin? Steckmeter? Die Nachricht, die hatte ich vorher noch nicht. Lass mich durch. Microphone activated. Microphone muted. Kita Cola. Microphone activated. Ich weiß nicht, das klingt alles so unseriös. Und der schreibt. Will er jetzt sein Auto richtig verkaufen oder was? Nee, irgendwie will er einen Gebrauchtwagenhandel aufmachen und ich soll dann die gebrauchten Autos vorm Verkauf reparieren oder so. Okay. Das ist ja schon fast ein bisschen wie so eine Art Export. Naja, der hat sich auch um Kopf und Kragen geredet, wo er sein Auto verkaufen wollte und mir dann für meine Taschenlampe $4 geboten, obwohl ich 90 bezahlt habe. Ja. Ist doch ein Bombenangebot und was er gesagt hat. Ich so, ja natürlich, bestimmt. Vor allem, ich glaube, der hat mein Handy angezapft. Bei 2 Wochen in Urlaub, woher wusste der, dass ich heute wieder da bin? Okay. Soll ich da mal drüber schauen vielleicht? Über mein Handy? Ja, keine Ahnung, vielleicht finde ich da irgendwas. Hast du da eine App? Versteckt oder so. Ja, ja. Kannst ja mal durchrennen lassen, weißt du nicht. Also mach mal Bluetooth an. Okay. So, wie heißt dein Handy? Mein Handy? Heißt Charlie Handy. Charlie Handy, da haben wir es. Also auf dich verbindet sich jetzt ein Bull, ja, muss ich bestätigen. Okay. Ah, da kommt schon die Meldung. Und bei mir steht 00000, muss ich eingeben. Jojo, Standardcode. Ich mache ja Bluetooth gleich wieder aus, wenn wir damit fertig sind. Hoffentlich. Ja, wer weiß. Nicht, dass er noch meinen Kontoauszug sehen kann. Schauen wir mal rein. Hm.
Ich habe jetzt mal so eine kleine Schleife gestartet, das ist ein Algorithmus, der läuft einmal komplett durch. Ich denke mal, der sollte so in 5 Minuten oder so fertig sein. Kannst dich aber bewegen, wie du willst, Bluetooth ist ja relativ groß. Okay. Dann laufe ich nochmal zum Auto. Danke. Microphone muted. Microphone activated. Nicht, dass der mir irgendwas installiert hat und mein Handy jetzt ständig mit GPS hier meldet, wo ich bin und wo. Alles. So, wie bitte? Vibriert bei mir, das heißt, irgendwas hat das schon mal gefunden. Aber was kann ich leider noch nicht einsehen, das sehe ich gleich erst in meiner Zusammenfassung. Okay. Microphone muted. Tun einfach so, dass wir, als ob wir die Message nicht gekriegt haben. Microphone activated. Ich habe einen Plan gefasst. Ich tue einfach so, als ob ich die Message erstmal nicht gekriegt habe, sonst antworte erstmal nicht, sonst installiert sich danach, schickt da nachher noch was nach. Irgendwie. Steht da, bitte bestätigen Sie hier und so. Ich bin ein Prinz aus Nigeria oder so. Heutzutage ist es ja, du musst einfach auf ein Bild klicken. Ja. Und du hast schon was drauf. Also sei da immer schön vorsichtig, glaub mir. Ich glaube, ein Bild war dabei. Gearbeitet. Die Schweinebacke, ich glaube, ein Bild war dabei. Nicht, dass der mich infiziert hat. So, es hat wieder vibriert. Zweite Meldung. Haben wir schon mal zwei Sachen gefunden, die auf dem Handy nicht sein sollten. Wenn, dann muss es versteckt sein. Ich habe hier bloß die Apps Telefon, Kontakte, Nachrichten und Banking. Ich vermute, es ist ein System, das sich als System-App eingespeichert hat. Im Hintergrund irgendwie, ne? Ja, genau. Die startet sich immer automatisch mit dem Handy und ja, liest halt, wann auch immer das angefordert wird, Daten aus. Ein Glück, ich kann mein Handy nicht überweisen, sonst wäre ich bestimmt schon meine Kohle vom Konto los gewesen. Ja, ich bin gleich wieder da. Jo. Microphone muted. Microphone activated. Danke. Microphone muted. Gut, zuerst diesmal. Microphone activated. Microphone muted. Ist aber schlecht, wenn der Gangster-RP denn machen will, wenn er nicht redet, ne? Hände hoch, das ist ein Überfall und so. Sollte man schon rauskriegen. Ich habe mir sogar schon seinen Namen ermetert, aber... Darf ich ja ingame nicht verwenden. Vielleicht höchstens zum Reporten. Außerhalb des Games.
Microphone activated. Hast du denn auch eine Möglichkeit, die zu löschen, die versteckten Apps? Ja, klar, das ist kein Ding. Ich muss dafür dann hinter in dein Smartphone neu routen, aber das ist auch kein Ding. Was denn? Installierst du nachher noch was, wa? Um dich zu überwachen. Ich glaube nicht. Wenn ich das wirklich wollte, dann habe ich da so ein paar Ziele, aber. Da zählst du dann nicht unbedingt zu, so blöd, wie sich das anhört. Ich bin gar nicht wichtig. Ich habe bloß eine Taschenlampe bei. Das habe ich nicht gesagt, aber. Nee, also ich bin ja auch keine wichtige Person. Ich habe keinen Einfluss, ich habe kein Geld, großartig. Ja, anders geht's mir aber auch nicht wirklich. Nur also meine Kenntnisse, die mir ein bisschen weiterhelfen. So an Autos schrauben kann ich, das sind meine Kenntnisse. So, es ist fertig. Schauen wir mal rein. Ja, wir haben einen kleinen Keylogger drüber. Gefunden. Der. Weißt du, was ein Keylogger ist? Wahrscheinlich nicht. Naja, so vom Namen her. Key heißt ja Taste, ne? Ja, passt. Oder Schlüssel. Genau, jetzt kommen wir die Sache näher. Der speichert angegebene Formulardaten, sprich Passwörter, Benutzernamen und so weiter. Du sollst vielleicht auch bei deiner Bank vorbeischauen und schauen, ob irgendwelche Überweisungen passiert sind, die nicht sein sollten. Zumindest hier im Handyauszug sieht alles gut aus, aber das kann er dann ja verändern bestimmt. Wa? Ja, genau. Und dann bei der Bank am besten neuen PIN beantragen. Eieiei. Ich hab das jetzt gelöscht von dir. Okay. Pass einfach auf, dass du nicht wieder auf irgendwelche Bilder klickst oder so ein Scheiß. Alles klar, ich mach den jetzt Bluetooth wieder aus und ändere am besten auch gleich diesen Code, ne? Ja, ich glaube, das kannst du aber bei der Bank machen direkt, das weiß ich nicht. Ne, ich meine diesen Bluetooth-Code hier, ach so, diesen ja. Pairing-Code und so. Genau, Pairing-Code, den kannst du ruhig. Na gut, ich hab's eh auf random drin, ich hab's eh auf zufällig generiert, von daher. Okay. Oh, dankeschön. Kurz noch neues Zeug holen. Überall lauern Feinde. Ja, du musst dich in Acht nehmen, also so wie sich das anhört. Da war so ein Foto dabei. Guck mal, wie ich aussehe, wenn ich Gouverneur sein will und so. Und dachte, ich klick's mal rauf und ja. Ja, und schon ist gelaufen. Sah auch schon komisch aus, aber. Gut, das interessiert mich natürlich noch, ob das wirklich von ihm ausging oder ob er sich selber. Irgendwas ist das vielleicht hat, bloß verbreitet richtig. Worden? Vielleicht ist der auch infiziert, ja. Das kann auch sein, richtig. Weißt du, was gesagt hast, muss lauter reden, ne? Ah, okay. Ist das schon Gouverneur, oder? Nee, er will einer werden. Ich habe ihm davon erzählt, dass ich halt den Gouverneur getroffen hatte an meinem ersten oder zweiten Tag. Und ich mir einbilde, dass ich die entscheidende Stimme hatte. Mhm. Dann meinte er auch, ja, ich stelle mich demnächst auch zur Wahl und setze dann seinen Hut auf und hier, wo halt Amerika-Fahne drauf ist. Ja. Ich bin auch der totale Patriot und X, naja, Patriotismus ist ja auch gleichzusetzen hier mit, wie nennt sich das gleich, was diese Rechtsradikalen in Deutschland da sind, Nationalisten. So diese Nazis oder wie man die nennt. Weiß. Ja. Ja, okay. Also wenn ein Amerikaner sagt, ich bin stolz auf mein Land und ein Deutscher sagt, ich bin stolz auf mein Land, das ist ja eigentlich dasselbe, aber irgendwie doch nicht, ne? Ja, stimmt wohl, ja. Irgendwie doch nicht. Der Amerikaner darf es ja sagen und da sagen sie dann alle, ey, Respekt, ich auch und so, ne? Ja, genau. Aber eigentlich ist Patriotismus ja dasselbe wie Nationalismus irgendwo, oder? Ich würde sagen, in einem entfernteren Sinne, ja. Da habe ich dann gesagt, ja, und ich habe gesagt, ey, das ist nicht so mein Ding, ne? Also ich toleriere alle Menschen, auch wenn sie eine andere Hautfarbe haben und so. Das sind jetzt keine schlechteren Menschen. Man kann
kann zwar stolz auf sein Land sein, aber die meisten Leute haben ja für dieses Land kaum was getan. Also worauf sind sie da stolz, ne? Das ist wohl wahr. Die rufen dann US und A und dann, ja. Sind sie dann stolz darauf, dass sie Indianer ausgerottet haben? Ja, ja. Da wurde dann mit, mal ganz klein mit Hackenschuhe, wo ich das ausgepackt habe. Das glaube ich dir. So, Artyom, wie sieht's aus? Ja, perfekt. So, danke. Jo. Danke dir. Ich hab mal irgendwie 30 Eisenstücke, Eisenerze bei mir im Auto. Ich glaube, bin ich auch durch. Aber ich spare momentan für so ein Auto. Das sieht schon ein bisschen sportlich aus, sag ich mal. Ja. Ist aber, glaube ich, gar kein Sportwagen. Was soll das kosten? Ich glaube 3.300 oder sowas. Ich glaube. Also da bin ich auf jeden Fall noch ein bisschen lange am Arbeiten dran, ja, aber ja. Ich glaube, das lohnt sich. Muss man schauen. So. Gucken. Das mal hier rein. Und wieder zumachen. Ich dachte, hier noch Diebe rumlaufen. Dein Auto steht ganz schön dicht hier. Ja, willst du sagen, ich bin ein Dieb oder was? Nein, nein. Das hatte ich nicht gesagt. Alles klar, Mann. Oh, was? Er kann reden. Ja. Das ist echt seltsam. Einmal. Was meinte er mit Dieb? Irgendwie? Ob er ein Dieb ist? Wer hat das gesagt? Ich wohl. Und das denn? Keine Ahnung. Das macht man doch nicht. Ich hab so allgemein gesagt, ich schließe lieber ab. Man kann ja erstmal niemandem vertrauen, außer sich selber, ne? Das ist deswegen war ich ja auch ob du mir was noch installierst auf meinem Handy, ne? Nein, ich habe damit abgeschlossen. Ich saß erst 8 Monate im Knast, mir reicht's. Eieiei. Aber ich habe da mal so einen Artikel gelesen. Die bösen Jungs, die können noch im guten Gewerbe hier. Ich glaube, wenn sie was Böses machen, dann heißen sie Black Hats, ne? Und wenn sie was Gutes machen, dann heißen sie White Hats. Boah, da habe ich keine Ahnung von. Dann können sie auch in Sicherheitsunternehmen anfangen und so und da dann. Okay. Aufpassen sozusagen, dass diese bösen Jungs da kein Mist machen in so einem Computersystem. Das habe ich noch nicht gehört. Weil manche Unternehmen, war in dem Artikel so, die werden ja dann noch erpresst, manche Unternehmen. Hey, zahl uns so und so viel Dollar oder wir machen deine Webseite für eine Woche platt. Nur da habe ich hier so eine Angst vor. Naja, bloß wenn die damit ihr Geld verdienen, ne, dann. Und ich habe damals Konzerne für Konzerne, große Konzerne entwickelt und Konzepte ausgearbeitet. Also so ein Casino zum Beispiel, wenn du so ein Online-Casino hast oder sowas, die kannst du damit erpressen, ne? Weil die damit ihr Geld verdienen. Ja, klar. Und wenn du dann deine Sicherheitsexperten auch noch hast, die Gegenmaßnahmen machen können und so. Jo, dankeschön. Dankeschön. So. Schon komisch, ich sag Diebe und schon reagiert er. Und das war das Schlüsselwort. Ja. Da brach es aus ihm heraus. Ja, richtig. wie gesagt, ich habe damals Konzerne betreut, was Cybercrime und Cyberangriffe und sowas alles angeht. Mhm. Ich Hacken der Systeme und so weiter. Ja genau, und so meinte ich ja, also manche Unternehmen, die stellen sich ja dann so eine Leute ein, die eine fragliche Vergangenheit haben, um halt für Sicherheit zu sorgen, weil die sich ja dann auskennen mit der ganzen Materie und so. Das ist wahr, ja. Schnell noch laden. Charlie, du bist jetzt fertig, oder? Nee. Hörst du mich? Ich höre dich, ja. Ich glaube, eine Runde muss ich noch. Ja, ich muss noch zwei.
kann ja bloß 9 mitnehmen. Mit meinen Taschenlampen. Ja. Ich hab die Tür aufgelassen. Danke. Ich habe dich nicht umgerannt. Werfe ich mich auf den Boden, verklage ich dich auf Schmerzensgeld. Ja, hoffentlich nicht. Müsste ich erstmal einen Anwalt kennen. Dann nehme ich das Geld aber von deinem Konto. Und den Anwalt sein Geld, ne? Richtig. Ja, dann hackst den Anwalt gleich mit. Herr Anwalt, schauen Sie mal auf Ihren Kontostand. Meinen Sie wirklich, Sie wollen mich anzeigen? Richtig. Nein, aber sowas würde ich nie wieder tun. Ich habe damals ganz gut Geld verdient mit dem, was ich eigentlich gemacht habe. Ich habe damals auch gutes Geld verdient, hier illegale Autoaufrüstung und so, und ich würde es wieder tun. Sehr schön. Ja, gut, aber das ist ja. Da rutscht man bloß in. Ja, da rutscht man bloß in irgendwelche Szenen rein. Das kann auch ungesund werden. Ich glaube, du bist wahrscheinlich auch in so einer Street Racer-Szene wahrscheinlich irgendwie reingerutscht, denke ich mal. Naja, wenn Tuning, Leistung um jeden Preis und so, ne? Ja. Und die verdienen ja nicht alle immer legal ihr Geld, ne? Das ist wahr. Das ist auch ein Grund, warum ich hier bin. Sollte ich nicht zu tief eintauchen. Also lieber direkt komplett weg. Nee, ab und zu mal ein bisschen rumschrauben ein Auto kann man ja machen, bloß man muss dann aufpassen. Ich meinte direkt komplett aus Deutschland. Das meine ich. Ist besser. Ja, habe ich mir auch gedacht. Dankeschön. Schön. Wie sieht's mit der, bei dir mit Familie und so weiter aus? Kinder oder sowas? Nö, negativ. Alles auf Null, ja. Immer schon zurückgehalten. Ungebunden. Sicherlich auch schon Freundin und sowas gehabt, aber nie was richtig Ernstes mit Heirat oder so gewesen. Hast du Glück. Du musst noch ein paar Mal. Noch einmal? Ja, einmal noch, genau. Naja. Denn. Lass dich nicht überfallen. Ich glaube nicht. Hau rein, Mann. Jo. Man sieht sich. Bis dann. Microphone muted. Langsam wird's dunkel in Los Santos. Die kriminellen Elemente werden mehr.
denke mal, von hier ist das auch gar kein schlechter Anfahrtsweg. Braucht man da nicht die Autobahn kreuzen und so? Das ist ja auch verboten eigentlich, da über diesen Grünstreifen in der Autobahn zu fahren. Kann man lieber hier lang kacheln. Glaub hier lang muss ich. Juhu! Jump, jump! Hier in der Tasche. Ja, warte. Moin, 36. Zack. Microphone activated. Microphone muted. Nicht erreichbar. Okay. Microphone activated. Ich würde jetzt sagen Rasenlatscher. Microphone muted. Oh, Charlie. Microphone activated. Wenn du mal eine Chance oder so hast, kannst du diesen Menschen, sag ich mal, ich hab den Namen vergessen von dem Herrn, den du da geschrieben hast und so weiter, mal eine Nachricht schreiben oder so, dass er sich heute mit treffen soll, gegebenenfalls, dass ich mal sein Handy durchsuchen kann, wenn er das zulassen würde. Naja, aber denen seine Nachrichten wirken auch schon immer so fishy und unseriös, also ich würde den ungern zurückschreiben. Okay. Keine Ahnung, vielleicht ruft er dich ja mal irgendwann an. Ich hab da so ein schlechtes Gefühl irgendwie. Ja, das kann ich verstehen.
Weil, wie gesagt, aber teils über Kopf, wollen Sie nicht mein Auto kaufen und richtig aufdringlich. Also, ich dann schon dreimal abgelehnt gehabt und dann kam er wieder, wollen Sie nicht doch das Auto kaufen und ist ganz günstig und hier und da. Und du wahrscheinlich so, nein, will ich nicht. Genau. Ich hab selber eine rostige Karre. Ich habe auch noch so einen Radloader an der Seite am Straßenrand irgendwo stehen. Am Straßenrand stehen? Hast du einfach stehen lassen, oder was? Ich habe ja keine Garage, was soll ich machen? Die Karre ist hat $380 gekostet, weil die so Schrott ist. Und mein Surfer, der hatte, weiß gar nicht, was der gekostet hat, aber der steht da. Ist ein Bus oder so, ne? Ja. Ich hab irgendwas. Ja, da schläft sich das aber am besten drin, ne? Ja, das glaube ich dir gerne. Schlafen, ich verstehe wahrscheinlich, ich verstehe. Ja, schwöre. Ich schwöre. Und wenn ich an Teile kommen würde, dem würde ich auch einen Turbolader verpassen, was denkst du? Da muss er rumfragen. Vielleicht hat er irgendwie der Schrottplatzbesitzer hier oder so irgendwas rumfliegen. Keine Ahnung. Ich glaube, den habe ich auch schon interviewt, aber der verkauft nur fertige Autos. Na toll. Mensch, das geht aber auf den Rücken. Ich glaube, das ist meine letzte Tour für heute. Ja, meiner war auch. Also vermutlich erstmal zumindest. Ist doch schon spät. Ich überlege, ob ich mir noch ein Auto kaufe oder nicht. Ich hab's bald geschafft. Ich hab's bald alles zusammen. 2000, wie viel war das? Oder 3000? Ist doch auch nicht die Welt. Ich hab 1,6 auf dem Konto und 1800 dabei. Nicht mehr lange. Hast du irgendwie mehr als ich? Ich kann bloß 9 immer mitnehmen, weil ich doch Taschenlampen hab und so. Ich krieg bloß 9 getragen. Ja, das ist bitter. Naja. Ich hab alles, was ich habe, im Handschuh noch drin. Na denn. Einen wunderschönen Abend noch, ne? Das wünsche ich dir auch, Charlie. Treib's nicht zu doll, ne? Jo. Tschüss. Ciao, ciao. Microphone muted. Verdammt, es tigert hier schon wieder so eine Schnake in meinem Zimmer rum. Knattern einfach mal zur Bank vorbei. Ja, und schön, mein Monitor ist das hellste hier im Zimmer. Also fliegt sie da immer gegen. Eine Riesenmücke. Soweit ich weiß, können die nicht mal stechen. Ich glaube, ich mache gleich Licht an, locke ich sie zumindest schon mal volle Monitore weg.
Microphone activated. Hallo Monsieur, ich hätte gerne einen neuen PIN beantragt. Wurde gehackt. Einmal bitte meine Banking-App hier auch mal überprüfen, ne? Am besten ich lösche die und installiere die neu. Microphone muted. Gibt's hier einen Shop? Kommen wir mal rein, latschen zum Shop. Ist da überhaupt jemand? Microphone activated. Hallo? Mattia? Verkaufen Sie hier was? Nee, ich glaube nicht. Microphone muted. So, irgendwo hier Häuser mieten oder sowas, das wäre noch echt ein Highlight. Ist wohl nicht vorgesehen. Das ist wahrscheinlich als Shop auch nicht vorgesehen. Da steht keiner zum Verkaufen. Nee. Wo jemand steht, kann man kaufen. Bin ich denn gerade? Ist da auch bloß eine Tankstelle, fucking Shop. Hey, 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 hey. Machen wir da hin. Ja, aber so ist schon mal toll. Keine FPS-Einbrüche nach bestimmter Zeit, so wie ich das von GVMP kenne. Oder GTMP, nicht GVMP. Verwechslung. GTMP. Da habe ich irgendwie Framerate-Einbrüche nach einer Stunde, nach zwei Stunden.
Weiß jetzt gar nicht. 3 Stunden bin ich jetzt online. Sieht immer noch gut aus. In der Stadt sollte man vielleicht nicht mit Fernlicht rumfahren. Ja. Ich sollte mir erst was einpacken. Pommes. So, das könnte man jetzt noch machen, begrenzte Auswahl an Möglichkeiten, ich denke mal noch mal zum zum Autohändler vielleicht noch mal gucken, was da so für Autos gibt, vielleicht hat sich da ja was getan. Tanken wäre vielleicht auch nicht schlecht. Hier kann man nur hier abbiegen, ey. Da ist eine Tankstelle, hey.
Diesel. Volltanken, bitte. Volltanken, bitte. TBD, was ist das? Ist das die Stückzahl oder was? Was Modell? Kann man ja einen Book Report machen. 2600. Kohle hätte ich schon. Ich glaube, das ist so hier, ne? Schafe Kobe. Also eigentlich hätte ich schon die Kohle für ein neues Auto. Bam. Brauche ich das? Will ich das? Ich hab ja eigentlich ein Auto.
rein. Boah, der ist auch noch offen. Was ist das denn? Wer lässt denn hier sein Auto offen? Verdammte Axt. Das ist ein Benziner. 50 Liter, 43 sind noch drinne. Ich kann ja mal gucken, was so ein Fahrzeug lackieren kostet. Er hat gar kein Licht. Das ist schon schade. Schade, dass der kein Licht hat. Doch ein bisschen schade, dass es so wenig Autos gibt. Ich meine, die könnten ja ruhig teuer sein, ne? Dann wüsste man wenigstens, auf was man sparen muss. Das ist ein bisschen schade. Aber kommt vielleicht noch mit Autohändlern dann später. Speziallack. $2.490. Holy shit. Holy shit. Honigbeige. $600, kostet fast so viel wie das Auto. Das ist nicht gut.
nicht gerade weiß. Boah. Nee, das ist dann doch ein bisschen teuer. Da sollte man sich überlegen, welches Auto man lackiert. Das sollte man sich genau überlegen. Ich glaube, ich fahre noch mal zum Schrottplatz und gucke noch mal, was die da für Autos haben. Das ist Fahrräder, ne? Ja. Gucken kostet ja nichts. Bisschen Spritgeld, okay. Kann das sein, dass der Licht hat? Meint er kaputt oder was? Bleibt er dran? Macht er zu. Okay. Okay, zu. Mein Sirena da vorne wäre auch nicht schlecht. Bisschen mobil Gelände mehr. Rebel 4x4. Tun oder Kofferraum 60 Liter, Voodoo 40 Liter, Rebell 60 Liter, Tornado Cabrio 40, Tornado.
Hannover 80. Das wäre schon was, $510. Ich glaube, ich gucke mir mal erstmal die Dings da an. Was haben wir denn drin? Gewicht im Kofferraum 9,3. Habe ich hier eine Taschen? Zwei. Nee, ich behalte den erstmal. Finde den ganz praktisch. Ach, nur mit mal geht das Licht hoch. Okay. Suchen wir uns irgendwo einen coolen Parkplatz, wo wir pennen. Gift leider noch nicht so mega viel. Ach, biege ich hier mal ab. Da ist eine Garage. Gut. Haben wir erstmal genug ausgecheckt und so, ne? Denke ich mal. Haben wir sonst noch Möglichkeiten? Überleg gerade noch. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Machen wir Spielermenü auf, Animationen, Grüßen. Dann dankt der Charlie fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann vielleicht sogar morgen wieder. Ne? Das wieder, ja.